Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Stoke City-Karriere. Freunde, dadurch, dass Peter Crouch mit Sicherheit unseren Verein verlassen wird, habe ich mich dazu entschlossen, noch einen erfahrenen Mann, einen Stürmer für unsere Bank zu verpflichten, eventuell auch ab und zu für die Stammelf, nämlich Eder Luiz. Er ist zwar 30 Jahre, er hat aber einen richtig guten Antritt und ich werde auf jeden Fall versuchen, ihn vom Vasco da Gama loszueisen. Ablöse, ja, werden wir mal für einen älteren Herrn, älteres Baujahres, 3 Millionen bieten. Gucken wir mal, was die Mannschaft sagt, Vasco da Gama. Weiteres brauchen wir ja auch noch Innenverteidiger. Ich habe mich entschieden für Joel Marti. Dem werde ich mal 10 Millionen bieten. Wir haben eh noch ganz viel Transfer, also ein ganz hohes Transferbudget. Ich werde mich natürlich auch um Marquinhos bemühen. Also da werde ich jetzt mal mit 17 Millionen, er ist 21, er hat noch 4 Jahre Vertrag. Mal gucken, was wir da machen können. Auch bei allem werde ich es probieren. Für den biete ich jetzt mal einfach mal 9 Millionen. Freunde, wir haben richtig viel Transferbudget. Frag mich nicht, woher das Budget kommt. Ich habe keinen Plan. Philippe Andersen natürlich, den will ich auch verpflichten. Und wie gesagt, dadurch, dass wir sowieso so viel Geld haben, werde ich auch probieren, ihn zu holen. Auch für Hector Bellerin werde ich einiges geben. Ich werde jetzt einfach mal 20 Millionen auf ihn setzen. Den will ich unbedingt haben. Mir fehlen Außenverteidiger. Mir fehlt eigentlich noch alles. Aber auch Nabil Fekir ist ein interessanter Mann. 21 Jahre. Er hat noch 5 Jahre Vertrag. Ich glaube, unter 15 Millionen wird es nichts werden für einen 21-jährigen Stammspieler. Ich werde einfach Pato mal anfragen. Ein Pato fragt bei Pato an. Also, gucken wir mal. Könnte ja sein, dass er Bock auf mich hat. Mal gucken. Tottenham hat zu verstehen gegeben, dass sie für diesen Spieler 20,5 Millionen wollen. Vielleicht auch weniger. Okay. Vielleicht auch weniger. Gucken wir mal, ob wir sich bei 16 Millionen bewegen könnten. Das nächste Spiel gegen Bayer Leverkusen werde ich simulieren. Ich will unbedingt mit den Transfers weitermachen. Ich bin richtig geil. Ich will Elton unbedingt fix haben. Ich will gucken, was die anderen Spieler so machen. Geht schon, geht schon. Also wie gesagt, ihr könnt währenddessen einen Daumen hinterlassen. Ich würde mich richtig, richtig freuen darüber. Gebt mir noch ein paar Feedbacks. Also auch das ist sehr, sehr wichtig für mich. Wie gesagt, das ist mein erster Karrieremodus. Und ja, jetzt steht es 1:1. Kramer und Apfele. Nicht schlecht. Und ja, das war auch der Endstand. Endstand 1:1. Ich habe auch irgendwie damit gehofft, dass wir einen Punkt holen oder einen Sieg. Aber ein Punkt ist das geworden. Natürlich habe ich auch wieder mit Training Session. Die darf man natürlich nicht vergessen. Gute Bewertungen. Ah, hat sogar der Muniesa. Dann Hartwisch mit D, okay, alles klar. Wir konnten Pato verpflichten, aber es ist ziemlich, ziemlich schwierig. Naja, ein richtiges Gehaltsbudget, das ist ja heftig, Mann. Also hoffentlich gibt es sich mit 50.000 zufrieden. Let's go, einfach nur mal hoffen. Oh, Bellerin akzeptiert. Bitte, bitte, gib mir einfach... Bitte, sag einfach ja, okay? Sag einfach ja, du bist ein wichtiger Stammspieler, 50.000 wird doch wohl machbar sein, oder? Ach, er einfach akzeptiert, bitte, bitte, gib dich einfach damit zufrieden, du bist auch ein wichtiger Stammspieler, mein Freund. 80.000 haben wir nur noch Gehaltsbudget. Neapel, der nächste. Auch Marquinhos, oh mein Gott, Freunde, bitte. Das Gehaltsbudget, das sprengt alles. Oh mein Gott. Warum ist das nur so niedrig? Ich könnte Gaia ebenfalls verpflichten. Ne? Das wird aber richtig, richtig schwierig werden mit Gaia. Ich kenne mich da nicht aus. Der hat schon... Ich brauche einfach... Ich weiß nicht, ob das wichtig ist mit verbleibendes Gehaltsbudget, Freunde. Keine Ahnung. Mal gucken. Ne? Da steht wieder 129.000... Ich gebe dir jetzt mal so viel Geld und du bist ein wichtiger Stammspieler. Ja, Eder Luiz, komm zu unserem Verein. Essentieller Stammspieler, let's go. Ich hoffe, du kommst auch. Kyle Walker, super. Ich hoffe nur, dass du das auch annimmst. Ich keine Ahnung, Gehaltsbudget, ich weiß nicht, was das heißt. Andi mit ihren scheiß Gegenangeboten. Fuck. Okay, Pato. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache, aber ja, ich gebe dir mal 110.000.
diese verbleibende Gehaltsbudget, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Bellerin, ja, du wirst auch ein Stammspieler sein. Komm zu mir, komm einfach zu mir, Bellerin. Let's go. Auch Andersen, er darf ruhig zu mir kommen. Stammspieler, natürlich. Jetzt brauche ich auf jeden Fall noch einen Torwart, Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig. So, meine Freunde, damit beende ich die Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen. Das nächste Match werde ich auf jeden Fall wieder spielen. Ich bin ja krass gespannt, wie ihr sein wird auf Weltklasse. Also, dickes Kiss an euch. Lasst eine Bewertung da, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ciao, bye bye, ciao.